So. Das war nicht so geplant. Wir wollten die Stadt betreten und sie nicht einreißen. Was um alles in der Welt? Das ist ja furchtbar, so etwas ist niemals vorher passiert. Mein Fall stand auf einmal in Flammen. Ach nein, das erinnert mich daran, dass ich da jetzt etwas in der Stadt zu erledigen habe. Nun, zu sehen, wie die Zubringung wieder unten ist und all das, da gehe ich mal besser wieder auf meine Wachposition in der Stadt. Und das sage ich nicht nur, um mich zu verdrücken und Abenteuer zu erleben. Yoshi, der große Bogenschütze, würde niemals von so einer Tat träumen. Nur noch Wiedersehen und viel Glück. Jo. Äpfel. Wie schaut's bei euch hier aus? Brücke ist unten. Sieht so aus, als wäre die Brücke wieder unten. Ich frage mich, was das alles sollte. Ich stelle es, das bedeutet, dass die Leute die Stadt wieder verlassen und betreten können. Aber wenn dieses Gerücht wahr ist, wäre es vielleicht besser, hier auch eine Weile zu warten. Was für eine Erleichterung, dass die große Zubrücke wieder unten ist. Sie hat einen schrecklichen Lärm gemacht. Ich frage mich, was passiert ist. Hoffentlich verirren sich jetzt mehr Kunden hierher. Und wir sind auch diese schreckliche verfluchte Zone los. Vielleicht gibt es ja doch ein paar Götter, die sich um uns kümmern. Naja, ich muss mit meiner Arbeit weitermachen. Wenn es wahr ist, dass es eine mysteriöse Krankheit in der Stadt sei angibt, dann ist es jetzt vielleicht kein guter Zeitpunkt, die Brücke zu überqueren. Besonders ist es von größter Wichtigkeit, wenn man auf Reisen ist. Merkt ihr das, Hündchen? Mhm. Hey, sieh diesen Brunnen an. Von hier bekommt das Tier aus da drüben bestimmt sein Wasser. Wer da was? Was ist passiert? Wann ist die Zukunft denn zugelassen worden? Mist, jetzt habe ich den großen Augenblick verpasst, weil ich geschlafen habe. Das hat so viel Krach gemacht und du hast es verpennt. Das ist ein Grab für einen Reisenden, der gestorben ist, bevor er die Stadt erreichte. Was für ein Jammer, möge er in Frieden ruhen. Ja. Hm. Leider nichts drin zu finden. Ich höre aber Vögel zwitschern. Ja, ja, nicht wegfliegen. Ich will euch füttern. Ja, hier. Futter. Was steht auf dem Schild? Große Zugbrücke. Die berühmte Zugbrücke, die die Stadt führt. Und nun ist sie dank dir für alle geöffnet, Ami. Nein, Schild können wir nicht zerhacken. Ja, schön und gut, dass die Zugbrücke unten ist, aber der Schaden hier ist trotzdem angerichtet. Wenigstens können wir hier ein bisschen was aufblühen lassen.
Ich wollte gerade sagen, würden dabei auch Tiere spawnen, wäre das gar nicht mal so schlecht. Wie Pferde. Pferde mit Grünfutter. Pferde hatten wir schon mal. Die geben im Gegensatz zu den Vögeln auch ein bisschen mehr. Einer an Glückspunkten. Oh, was ist da? Da ist doch was. Hat mich mein Auge nicht getrübt. So, jetzt hier noch. Alles grünen. Aber so kriegen wir auf jeden Fall genug Glück, um dem unserem dritten Magen näher zu kommen. Nein, lassen wir schön hell bleiben. Ah, ich wollte eigentlich gerade sagen, hier ist doch irgendwas, aber sah nur so aus. Okay. Nein. Nein. Kein Wind. Das da genau. Wieder mehr Glück und nochmal mehr Glück dadurch, dass wir die Seite auch begrünt haben. Ja, und da sehe ich schon mal ein Kleeblatt, was raus will. Und ich grabe direkt daneben. Hey, das gibt jetzt 10. Und Vogelfutter. Wow, unglaubliche 2 Glückspunkte. Aber ja, wir haben hier alles begrünt und damit haben wir den Schaden wieder gut gemacht. Yay. So ein bisschen. Bin jetzt mal gespannt, ob jetzt Zombies oder sowas kommen. Hey, hey, die große Stadt. Du wirst die Arztdemo in der Stadt vielleicht sehr schockierend finden, Ami. Besonders wenn man denkt, dass du für 100 Jahre in der Pampa gesteckt hast. Was mich trifft, ich kann es kaum erwarten, all die süßen Mädels abzuchecken. Hehehe. Hey, was geht hier verdammt nochmal vor sich? Orochis dumme verfluchte Zone hat sich bis hierher ausgedehnt. Ich meine, das ist ja sogar hinter der Zugbrücke. Und außerdem haben wir uns schon um diesen Infos gekümmert. Ich kann es nicht glauben, dass die verfluchte Zone hier nicht verschwunden ist. Das muss aber ein verdammt starker Fluch gewesen sein, dass diese verfluchte Zone weiter bestehen konnte, obwohl der Schöpfer nicht mehr ist. Trotzdem frage ich mich... Mhm. Ja, hier erstmal speichern. Machen wir nur ruhig einen neuen Save-Slot. Ja, hier ist verfluchte Zone. Das muss ein Friedhof sein. Sieh nur die ganzen Grabsteine. Die sehen so aus, als ob sie hier schon seit einer Ewigkeit stehen. Sie sind so verwittert. Ja. Anoko Tempelglocke. Nicht ohne Grund läuten. Du hast das schick gesehen, Fake. Neues Spiel. Nicht an der Glocke rum, okay? Ich doch nicht.
Also ja, hier geht sie die verfluchte Zone wieder runter. Das heißt, da brauche ich gar nicht nachgucken. Wenn, dann kann ich eh nur hier lang gehen. Ach hey, was bist du für einer? Okay, dich zu zerschneiden bringt schon mal keine Dämonenzähne. Aber hat einen neuen Gegnertypen gebracht. Okay, da können wir nicht rein. Tierliste, da ist was Neues. Schon zu 65% eine Nacht. Ach, Nachtigall ist ein anderer Vogel. Diese Vögel singen schön und lieben Samenkörner. Oh, ich würde sagen, auf der Seite haben wir jetzt alle Tiere. Ach, das sind Spatzen. Und wir haben alle Hühner. Das heißt, es fehlen uns noch 5 verschiedene Tiere. Dann haben wir die Liste komplett. Aber noch nicht auf 100% halt. Und Bestiarium. Das ist übrigens blöd. Beim Bestiarium sieht man nicht, wie viele Gegner noch fehlen, aber das würde auch wahrscheinlich dem Spiel den Spaß rauben. Kopfloser Wächter. Kopflose Wächterstatuen sind von dem Geist eines Bösewichts besessen. Nachts auf der Suche nach seinem Kopf klopft er vielleicht auch an deine Tür und ruft dabei, gib mir meinen Kopf zurück oder ich werde mir stattdessen deinen nehmen. Ja. Brenne. Nö. Will nicht brennen. Das heißt, wir können nur hier hinten weiter. Hier ist verfluchte Zone. Wow. Hier ist der Bombenexperte gefragt. Warum zur Hölle ist Kushis Wassereimer hier? Auch interessant. Einmal versuche ich es noch, aber das bringt scheinbar nichts. So, noch mehr Wasser. Ähm.
Oh, der Wächtersprössling ist ein bisschen bickrig geraten. Hm, das ist ein Wächtersprössling oder etwa nicht? Das arme Ding hier ist verweckt und bevor es blühen konnte, du musst es erst aufbewegen, bevor du es blühen lassen kannst, ja. Ach so, da hinten geht's wieder zurück in die Welt. Okay, das heißt, ich brauche Wasser. Ja, super, aber grün werden kannst du nicht von selber. Da müssen wir nochmal nachhelfen. Beziehungsweise rosa. Ja, und dann bleibt uns jetzt noch genug Zeit, zum Speicherpunkt zurückzukehren. Wow, der Fluch ist gebrochen. Jetzt ist es wieder... Ist es wieder die Hiroshima? Küsse, die ich kenne und liebe. Nun, eigentlich kenne ich mich hier nicht so gut aus, aber siehst du das versunkene Schiff? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, es früher schon mal einmal gesehen zu haben. Aber egal, an der Hiroshima-Küste findet man die große Stadt. Die Stadt sei an. Ist nur ein kurzes Stück von hier. Dort kann man fast alles finden, was man sich nur vorstellen kann. Wie wäre es, wenn wir da mal rüberschlendern, Fake-Neu? Darf ich euch füttern? So, überspringen wir ruhig. Da haben wir jetzt in der Aufnahmesession fast das Glück, das wir brauchen für unseren Magen zusammen. Also abwärts. Oh, wir kriegen sogar das Glück für unseren Magen zusammen. Das ist eine Kuh. Yep, yep, eine Kuh macht Mu. Ja, weil es ein neues Tier war. Kuh und Kälbchen, oder was? Nein, zählt er als ein Tier. Diese Pflanzenfresser sind stärker, als sie aussehen. Mhm. So. Ein Magen. Ich kann maximal 4 Mägen haben, so wie das aussieht. Weil der letzte kostet 400. Ich werde mal mit Magen und Tinte vorlieb nehmen und mir einfach mal rausspicken, wo ich Solarteile herkriege. Kann ich jetzt eigentlich die Bäume hier zum Blühen bringen? Weil die sehen ja recht verblüht aus.
Scheinbar nicht. Okay, rote Schriftrolle will ich nicht unbedingt bekämpfen gerade. Didum. Ich will eigentlich nur zum Spiegel zurück. Und meinen letzten Save überschreiben. So. Und dann werde ich hier erstmal wieder einen Cut machen. Also, bis gleich.